Berührt und gestreichelt zu werden, das ist für die Menschen wohl lebenswichtig, denn Berührungen vermitteln Liebe, Geborgenheit und natürlich auch Schutz. Für circa 450 Menschen in Österreich ist aber Körperkontakt fatal. Die 7-jährige Lena leidet an einer heimtückischen Krankheit. Ihre Haut ist so verletzlich, dass bei der geringsten mechanischen Belastung Blasen entstehen, die sich entzünden und Wunden bilden. Epidermolysis bullosa heißt diese genetisch bedingte Erkrankung, bei der die einzelnen Hautschichten untereinander mangelhaft verankert sind. Der Alltag ist geprägt durch Schmerzen und Wundversorgung. Täglich müssen spezielle Verbände angelegt werden. Zurzeit ist Epidermolysis bullosa nicht heilbar. Eine große Hoffnung für Lena und ihre Familie, diese Krankheit endgültig zu heilen, liegt in der Gentherapie. Und der Vater von Lena ist heute bei uns. Recht herzlich willkommen, Herr Dr. Riegel. Guten Abend. Guten Abend. Seit wann hat denn Lena diese Krankheit? Diese Krankheit ist angeboren. Mhm. Das heißt, die Lena hat das seit ihrer Geburt. Mhm. Sie ist jetzt 7 Jahre alt geworden. Das heißt, seit damals kämpfen wir sozusagen mit der ganzen Sache. Also von Anfang an ist diese Krankheit auch ausgebrochen gewesen? Mhm. Das ist genetisch bedingt. Ja. Tritt also nach der Geburt auf und man merkt das natürlich nicht gleich, oder sagen wir so, die Ärzte sind kennen dieses Krankheitsbild nicht so genau und können einem oft am Anfang gar nicht sagen, was es ist. Bei uns hat das einige Wochen gedauert, bei anderen Familien durchaus auch einige Monate oder sogar Jahre. Wie sieht denn jetzt das tägliche Leben überhaupt aus? Also Berührung oder Kontakt ist überhaupt nicht möglich? Na, Gott sei Dank ist Berührung und Kontakt schon möglich. Ja. Ein Kind nimmt man gerne in den Arm, hat es lieb, das muss möglich sein und das ist auch bei den ganz schweren Formen möglich, wenn man vorsichtig ist. Anders jetzt muss man sagen, dass schon die kleinsten Belastungen, also wenn man einfach mit dem Fingernagel über die Haut streicht, wenn die in dem Film auch die kleinere Schwester Emmy gesehen, wenn die der Lena irgendwo drauf klopft, die auf die Zehe steigt, entsteht sofort eine Blase oder eine Wunde. Das heißt, der Tag ist im Prinzip geprägt von oft mal Wunden verbinden, Blasen aufstechen, behandeln. Das tut alles sehr, sehr weh natürlich. Das tut weh und ist immer wieder sehr anstrengend. Jetzt, was mich besonders berührt hat bei dem Film, den wir gesehen haben, die Lena hat wirklich ein schweres Schicksal, aber sie wirkt unheimlich fröhlich dabei. Wie geht sie selbst damit eigentlich um? Momentan sehr gut. Die Lena ist jetzt gerade in die Schule gekommen vor ein paar Wochen und das hat ihr so einen richtigen Energieschub gegeben. Ja. Das merkt man richtig. Im Frühjahr haben wir ehrlich gestanden ziemlich gekämpft, weil sie auch einfach so vom Wesen her hat man gesehen, dass sie ziemlich drunter leidet. Allein so diese Themen wie Anziehen, Rausgehen, Zähne putzen, diese ganze tägliche Routine war einfach ziemlich mühsam. Mhm. Und da hat sie jetzt einen ziemlichen Schub auch durch die Schule bekommen. Mhm. Jetzt haben Sie aber auch eine Selbsthilfegruppe gegründet für Eltern, die mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben? Wir haben ziemlich genau vor 5 Jahren in Österreich auch eine Selbsthilfegruppe gegründet, so ein bisschen nach dem Vorbild aus anderen Ländern, vor allem auch zum Beispiel England. Und eigentlich der primäre Grund ist der, dass man das Gefühl hat, man ist ganz allein, weil wie die Lena auf die Welt kam, man das Gefühl, wir sind die Einzigen auf der ganzen Welt, die das haben, was tun wir? Und dazu war eben diese Selbsthilfegruppe sehr wichtig zu sehen, es gibt auch andere, die es sozusagen noch schwerer haben, es gibt auch andere, die es leichter haben, aber es gibt auch viel Erfahrung und viel gegenseitige Hilfe. Also gegenseitiger Austausch, die Probleme werden gemeinsam besprochen, was brauchen Sie dort in der Selbsthilfegruppe am dringendsten? Derzeit ist es so, dass wir eigentlich nicht nur sozusagen Erfahrungsaustausch haben, sondern auch eine Reihe von Ärzten, denn diese ganze Sache beschränkt sich ja nicht nur auf die Haut, sondern im Prinzip auf alle Gewebe, das heißt auf die Augen, auf den Mund. Es gibt sehr viele Probleme rundherum, die man zuerst einmal gar nicht mit so einer Hautgeschichte in Verbindung bringt. Mhm. Wir haben derzeit 15 Ärzte in Salzburg am Landeskrankenhaus, die mit diesem Krankheitsbild vertraut sind und uns dort helfen können und beraten. Mhm. Anders jetzt muss man sagen, die Sache ist unheilbar, das heißt, dort kann wirklich nur Beratung stattfinden, Hilfe in kleinere Form. Was wir wirklich brauchen, sind sozusagen Lösungen, Heilungsmöglichkeiten. Mhm. Und da haben wir jetzt in Salzburg eine kleine Gruppe von Forschern, die wir zum Teil aus dem Geld, das die Selbsthilfegruppe sammelt, wie die kleinen Eichhörnchen, die dieses Forscherteam wirklich unterstützen. Und da gibt es wirklich jetzt einen Ansatz, der sehr erfolgsversprechend ist. Toll. Wo man zumindest jetzt einmal sieht, man kann diese Gene, das ist ja genetisch bedingt, reparieren. Ja. Mhm. Und jetzt werden wir schauen, ob es da in den nächsten Jahren dafür wirklich eine Möglichkeit gibt, diese reparierten Gene auch wieder zurückzubringen und
Vielleicht eine haben tolle wir eine Sache, Chance. Was Sie da auf die Beine gestellt haben. Ganz toll. Ganz liebe Grüße zu Hause zu Ihnen, an Danke. Die Familie, speziell natürlich an die Lena. Alles Gute für Sie und für Sie zu Hause. Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, wenn Sie vielleicht mithelfen wollen, Informationen auf unserer Hotline selbstverständlich. Danke fürs Kommen, Dr. Rill. Danke.